Hallo, mein Name ist Marlies Jana Krull. Ich bin 16 Jahre alt, komme von der Stormann-Schule aus Deutschland und ich bin hier in Hongkong für 2 Wochen, um das asiatische Leben und vor allem jetzt hier in Hongkong das Leben kennenzulernen und auch die Schule zu besuchen. Das ist mein erstes Mal, dass ich in Hongkong und auch in Asien generell bin. Deswegen ist es eine ganz neue Erfahrung für mich. Aber ich habe es sehr genossen bisher hier und ich hoffe auch, dass die weitere Zeit noch sehr schön wird. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier vor allem auf der Confucius Hall Secondary School bin. Ich habe die Schule schon besichtigt und es ist sehr schön. Die Confucius Hall Secondary School ist eine sehr schöne Schule, wie ich finde. Wie man im Hintergrund sieht, hat sie die Confucius-Statue, die größte in ganz Hongkong, als ihr Eigentum. Auch eine sehr historische, einen großen historischen Saal, der sehr beeindruckend ist, muss ich sagen. Ich habe es sehr genossen, hier 2 Wochen den Unterricht zu besuchen und die Schule zu besuchen. Denn vor allen Dingen die Leute sind sehr, sehr liebenswürdig. Die Teacher und die Schüler haben mich alle sehr lieb aufgenommen und es war echt schön für mich, hier 2 Wochen zu studieren. Die deutsche Schule und die Hongkonger Schule hier sind sehr unterschiedlich, wie ich finde. Ich war jetzt 2 Wochen auf dieser Schule und mir ist aufgefallen, dass der Unterricht hier doch sehr viel entspannter ist, also wie ich finde, als in Deutschland. Zum Beispiel müssen wir uns ja in Deutschland melden und hier wird die Antwort einfach so hineingerufen. Oder der Lehrer nimmt einfach zufällig irgendjemand dran. Aber das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist sehr schön, wie ich finde. Mehr so auf einer Freundschaftsbasis und nicht so Schüler-Lehrer-Verhältnis. Und deswegen, ich finde die Atmosphäre hier in der Schule ist eine sehr schöne und ich habe es sehr genossen, in den 2 Wochen mit denen den Unterricht zu besuchen und die Schule zu besuchen und ich freue mich, wenn ich bald wieder einmal zurückkomme.